Willkommen. Na, nicht Hallo. damit du glaubst, dass die nur in Griechenland feiern können. Okay, hallo, gut dich zu sehen. Hallo. Na, ehrlich, ich meine, wir sind ja in der Vergebung und das heißt, da gibt es Vergebungslektionen. Wer mag diesen Song Cake in the Ocean nicht? Hand hoch. Niemand? Alle mögen diesen Song, selbst um 20:30 Uhr abends. Wow, das ist ja Fortschritt. Ich habe leicht reden, bei mir ist es 1:30 Uhr nachmittags. Ne? Aber ich verstehe schon, ich sehe, alle liegen schon so im Bettchen und so. Also, Genau. okay, haben wir uns mal ganz geruhsam den Devavan an, was er heute zu sagen hat. Ne? Und dann kommt, ja, Cake by the Ocean. Ja, okay. Schön, dich zu sehen, wer immer du bist hier. Ich kenne dich sowieso nur im Himmel, nicht von hier. Einige Gesichter kommen mir ein bisschen bekannter vor als andere, aber es ist ja trotzdem immer jeden Tag neu und so soll es ja auch sein. Ne? So, wenn wir uns wirklich ein bisschen genauer ansehen, jetzt dieses Thema von Vergebung, das ja so im Kurs wirklich ausführlichst behandelt wird, dann stellt sich natürlich auch die Frage, na, wie wird denn Jesus das überhaupt beleuchten und anbieten? Und wenn du schon ein bisschen dich da reingelesen hast, sowohl im Textbuch als auch mit den Lektionen, dann wirst du wahrscheinlich gesehen haben, dass es ja auf zwei Arten angeboten wird, ne, die Idee der Vergebung. Es wird auf die Art angeboten, dass Vergebung absolut notwendig ist und der Schlüssel ist für dein Glück und der Schlüssel ist für dein Erwachen. Und auf der anderen Seite lehrt er genauso, dass du keine Vergebung brauchst, wenn du in der Erfahrung bist und im Frieden ist, wird keine Vergebung gebraucht. Ne? So, okay, guess what? Ne? So, was ist das jetzt? Ne? Und das ist irgendwie natürlich auch die wunderbare Art und Weise des, kannst du sagen, wirklich des ausgerichteten, mit dem Heiligen Geist ausgerichteten, vernunftmäßigen Geistes, ne? Des vernunftmäßigen Denkens mit dem Heiligen Geist, dass es in dem Sinne immer wie ein Paradox aussehen wird und auch als Paradox erfahren wird, aber trotzdem im Moment immer eine Klarheit hat, die die gesamte Wirklichkeit repräsentiert. Ne? So auf der einen Seite, da ist eine Grollidee, da ist etwas, was getrennt gesehen wird, da ist etwas, was als Angriff oder Verteidigung erkannt wird und Vergebung ist, kannst du sagen, wirklich der Schlüssel, der Game Changer und ist das Tor zur Lösung. Und andererseits in der Erfahrung, in der Verbindung, im heiligen Augenblick, in diesem Gewahrsein des Friedens Gottes im eigenen Geist, ist die Idee überhaupt nicht präsent und ist auch, wenn sie irgendwie vielleicht auftritt, dass es jemand lehrt gerade jetzt. Aber kannst du in deinem Geist ganz klar sehen, dass in der Erfahrung selbst ist bereits alles vergeben und ist bereits alles zu Hause? Und das als eine Reflexion, wie es immer im Zusammenhang mit Vergebung gelehrt werden und demonstriert werden wird, als eine Reflexion der Vergebung meiner selbst. Die Reflexion der Vergebung deiner selbst zeigt dir erst eine Welt, der vergeben wurde, beziehungsweise ein Bild der Vergebung als Welt. Und das ist eigentlich schon ziemlich das Absolute und das Beste, was du hier auf der Wahrnehmungsebene überhaupt ja, Teil sein kannst, Zeuge sein kannst und mit einer Besetzung von einer neuen Bedeutung sehen kannst, dass es bereits das Licht des Himmels zum Erscheinen bringt, indem du Vergebung und Reflexionen der Vergebung wahrnimmst. So, auch in der Einleitung zu den Lektionen, wo wir uns gerade befinden, der Lektionen 271 bis 280,
spricht er ja im Zusammenhang mit dem, der Heilige Geist, der aus dem Christus in dir in all deine Träume reicht. Ne? Er bringt es in Zusammenhang. Hier sind deine Träume, hier ist der Heilige Geist. Und dass dies in Wahrheit übersetzt wird durch ihn, das ist der letzte Traum. Dieser letzte Traum, könntest du sagen, ist der Traum der Vergebung, in der alle Illusionen in die Wahrheit übersetzt werden. Und er scheut auch nicht zurück, natürlich das beim Namen zu nennen und sagt, dass Gott als Ende der Träume bereits diesen letzten Traum bestimmt hat, diesen Austausch mit dem letzten Traum, dass alle Träume ausgetauscht werden, ersetzt werden. Und wenn Vergebung auf der Welt ruht, sind die Worte, und Friede zu jedem Gottes Sohn gekommen ist, was könnte es noch geben? Was könnte noch verbleiben, um die Dinge weiterhin getrennt zu halten? Und da magst du schon mal dem Geist Einhalt gebieten und einfach nur reflektieren nach innen. Ne? Was wäre noch da? Gesehen, gelernt, was noch vergeben werden müsste, wenn auf der Welt der Friede ruht und das im Geist jedes Gottes Sohnes, weil nichts mehr da wäre, nichts mehr gesehen wird, was noch Vergebung bedarf, um Dinge weiterhin getrennt zu halten. Es gibt keinen Grund mehr, um Dinge weiterhin getrennt zu halten, um uns getrennt zu sehen. Was bleibt dann zu sehen, außer Christi Antlitz, außer diese strahlende Erscheinung deines Christuslichtes, das tatsächlich der Satellit ist für diese Welt, wie ich es bezeichne. Es ist der Satellit, der nicht direkt in der Welt ist, der kannst du sagen, im außerhalb dieses Globus oder in der Atmosphäre gesetzt ist und zwar mit der Welt kommuniziert und der Welt alles gibt, um eine Kommunikation neu und ganz zu erstellen. Aber es ist trotzdem der Satellit, der bereits den Blick auf die Gesamtheit des Universums hat. Und das ist in Wirklichkeit unser Christusgeist. Es ist dieser Satellit. Und somit ist der Christus in uns, der Heilige Geist in Manifestation, könntest du sagen, oder im Gewahrsein dieser Erkenntnis, dieser ausdehnenden Fakultät der uneingeschränkten Kommunikation. Und natürlich uneingeschränkte Kommunikation ist auch Kommunikation, die zeitlos ist, die jeden Augenblick, jeden Moment vor sich geht, alles mit einschließt, alles mit einbindet und alles in dieses Jetztsein zurückführt und erfährt. Das ist der Christus in uns, in dir, in mir, in jedem. Es ist wirklich nur die Frage, ob dies benutzt wird, eröffnet wird im Geist und als solches gewählt wird zu erfahren. Oder ob der Geist zurückgeht und sagt, okay, irgendwo sind mir meine persönlichen, privaten Gedanken doch noch wichtiger oder wichtig genug und ich verschiebe meine Erfahrung des Christusseins auf meine Gebets- und Meditationsstunden, die ich ja, mein Cellphone wird einen Alarm, erinnert mich, wann dann die Uhrzeit dafür ist. Ne? Und du bist wahrscheinlich schon hier mit mir, weil dir das nicht mehr gut genug war. Ne? So, ich nehme schon wirklich sehr stark an, dass du für dich selbst mehr willst und mehr gewollt hast. Und das ist der Grund, warum du hier bist, weil du es tatsächlich so vernehmen willst und empfangen willst, dass es zu einer Erfahrung und zu einem Erkennen jeden Moment und jeden Augenblick kommt. Und das ist auch in dem Sinne unser Willkommen heißen und unser Willkommensgruß. Und das ist jetzt, was passiert in Griechenland, überhaupt nichts. Griechenland passiert in meinem Geist und da passiert alles jetzt. Das ist die Ausrichtung.
die Gewohnheit nach außen zu sehen, oh, das sind ja die tollen Bilder meiner Brüder. Und, die freuen sich natürlich, das auch zu teilen. Und das ist auch Teil, wie versucht wird, Kommunikation hier herzustellen. Aber die wahre Kommunikation ist eröffnet, wenn du in deinem Geist erkennst, dass du genau in dieser Reflexion, in dieser Spiegelreflexion, die du da siehst, die in einer Feier, in einem Event vor sich geht, jetzt in dir, in deinem Geist angeboten wird und du dazu Ja sagen kannst und dich Teil davon machst durch deine Entscheidung, durch deine Wahl. Und dieses mich teilmachen einer ist nicht mehr ein Teilmachen einer besonderen Idee an einem besonderen Ort zu einer besonderen Zeit, sondern es ist Teilmachen, worin das gesamte Universum sich selbst feiert, in sich selbst, als das, was ewig leuchtet, scheint und sich ausdehnt. Und das ist Glückseligkeit selbst. Und das erfährst du in Wirklichkeit jetzt und jeden Moment, in dem du das für dich anerkennst. Durch diese, das ist ein Resultat dieser ganzen vollständigen Aktion der Vergebung. Und ich nehme an, ihr habt schon hoffentlich durchgemacht, die aus der Begriffserklärung Vergebung. Ich konnte nicht jeder Session folgen, aber wenn nicht, ich werde es heute wahrscheinlich auch noch nicht machen. Aber es gibt so, ich wurde mehr hingeführt in Hinweise, wie sie Jesus in den Lektionen gibt, aber natürlich auch im Kurs, im Textbuch des Kurses gibt es einen Satz, der mir besonders gut gefallen hat im Kapitel 19. Bruder, du brauchst Vergebung deinem Bruder gegenüber, denn ihr werdet euch gemeinsam in die Verrücktheit oder in den Himmel teilen. Auch werdet ihr eure Augen gemeinsam im Glauben erheben oder gar nicht. Und das zeigt ganz deutlich auf, dass hier in diesem vierten Hindernis der Angst vor Gott angeboten wird, was durch dieses Ja, durch diese Bereitwilligkeit zu vergeben, als Resultat, als Erkenntnis, als Erfahrung sich sofortig zeigt, dieses Erkennen und Erfahren von Einssein mit uns selbst, mit jedem und mit allen. Und so ist, es scheint so, okay, jetzt beginnen wir mit Vergebung und das ist jetzt ein ernsthaftes Thema. Jetzt geht es wirklich mal um die Wurst, weil ich habe ja offensichtlich ein Manko, einen Mangel an Vergebung, sonst wäre ich ja nicht hier. Und das alles irgendwie kann natürlich auch in seinem Geist vollkommen neu gesehen werden, ne? Dass du jetzt bereit bist, die Vergebung für dich voll und ganz anzunehmen, dir selbst voll und ganz zu vergeben, mir zu vergeben, allen Aspekten deines Geistes zu vergeben und damit zu erkennen, dass du bereits gewählt bist für eine größere Mission, um dieses Gewahrsein und diese Erfahrung nun mit allen Anteilen deiner selbst zu teilen. So, Vergebung dient auch als eine Brücke, als ein Trampolin für dieses Eintreten, dieses Spüren einer Motivationskraft und einer Bereitschaft. Ja, ich bin bereit zu vergeben. Ich bin bereit, hier durch die Vergebung, in der Demonstration der Vergebung, diese Botschaft der Liebe Gottes, des Friedens Gottes, des Erwachens des menschlichen Geistes, der Umwandlung aller Illusionen in die Wahrheit, mich teilzumachen, mich anzubieten, benutzt zu werden, in der Ausdehnung aktiv zu sein. Alles, worin du Segen erfährst in deinem Sein, in deinem Herzen, in deiner Seele, wie ich es auch als Ausdruck verwende, ist natürlich vom Himmel gesegnet.
Du bist vom Himmel gesegnet, wenn du in deinem Inneren verspürst, wie es in der Präsenz Gottes, im Frieden Gottes ist. Weil darin bist du bereits ein Lehrer Gottes, bist du bereits aktiv in der Ausdehnung, mit Worten ohne Worten, mit Gästen ohne Gästen, mit Zusammenkünften ohne Zusammenkünfte. Weil es ein Geist ist, der in der Ausdehnung sein wahres Selbst anerkennt. Und dieses eine wahre Selbst, selbst großgeschrieben, ist das Christus selbst, ist buchstäblich, was Heiliger Geist ist. Und wie der Heilige Geist an alle Gedanken und Aspekte des menschlichen Bewusstseins und der gesamten Welt gebracht wird, ausgedehnt wird. So, wo möchte ich beginnen? Ja, vielleicht ist so ein bisschen von den Eingangslektionen der ersten 50 Lektionen, kommen wir ja zur Lektion 46 und diese Sätze zu Beginn dieser Lektion, die er aussagt, dass Gott die Liebe ist, in der ich vergebe. Und hier wird bereits ein Grundstock gesetzt, um klar zu sehen, wofür es diese Notwendigkeit gibt. Und er sagt, nachdem er zum Ausdruck bringt und die Prämisse als Wahrheit darstellt, dass es in Gott keine Vergebung notwendig ist, noch gibt, und Gott vergibt nicht, weil er nie verurteilt hat. Aber hier kommt es dann für die Anwendung im eigenen Geist. Es muss eine Verurteilung geben, bevor Vergebung nötig ist. Hier kann ich eine Retrospektive, eine Geisteserforschung ansetzen. Wo ist eine Verurteilung, ein urteilender Gedanke, der mich selbst verletzt hat, der Vergebung bedarf? Und Vergebung ist, was diese Welt dringend braucht, aber nur deswegen, weil es eine Welt der Illusionen ist. Es werden nur Illusionen vergeben. Es werden keine Anteile der Qualitäten, der Wahrheit, du als die Liebe Gottes selbst, du im Frieden, das bedarf keine Vergebung, sondern Illusionen bedürfen Vergebung. Und diese Welt bedarf sie dringendst. Und diejenigen, die vergeben, die befreien sich dadurch von Illusionen, während diejenigen, die Vergebung vorenthalten, sich an Illusionen binden. Und genau wie du nur dich selbst verurteilst, vergibst du auch nur dir selbst, wie wir bereits gesagt haben. Und du siehst ganz klar, es ist eine Wahl. Hier treffe ich eine Entscheidung. In dem Moment, in dem ich sehe, dass eine Illusion sich als wahr präsentiert in meinem Geist und die Vergebung, die eigentlich ein Automatismus wird im trainierten Geist, es ist eine Aktion des ganz einfach des Loslassens, des Sehens. Für mich ist es so im Geist, wie es sich zeigt als praktisches Beispiel, dass ich einfach sehe, dass in das Reich des Himmels, das Himmelreich, das Reich Gottes, das ganze Universum, das, was ich meine, was sich als Problem präsentiert, hat keinen Effekt, keine Wirkung darauf. Nichts hat sich verändert im Himmelreich. Der Einzige, der von diesem Problem etwas weiß und versucht, da herumzuknappern daran, bin ich in meinem eigenen kleinen Machwerk hier zu versuchen, etwas herauszukristallisieren, wo es nichts da ist, wo es nichts gibt, herauszukristallisieren und wo was in nichts verschwindet. So zu erkennen und zu sehen, dass da in der Ganzheit, in der Gesamtheit unseres Geistes, wie Gott uns schuf, sich nichts verändert hat, dadurch, dass ein Problem identifiziert und wahrgenommen wurde, ist bereits diese klare Entscheidung getroffen. Okay, das macht keinen Sinn, ich lasse los. Und dieses Loslassen ist natürlich ein gesamtes Loslassen. Im 12-Schritte-Programm wird es auch als so ein Hilfssatz angeboten. Ja?
vollkommen, total, vollkommen loszulassen und Gott total zuzulassen. Und das sind die klaren Resultate, wenn der Geist bereit ist, hier nicht mehr sich daran festzuklammern, noch festzuhalten, an einer Bedeutung, an Bilder, an selbst, was innere Gefühle, die aus der Vergangenheit mitgebracht werden, von Geschichten. Verstehst du, wir kennen uns ja nicht jetzt, auch wenn ich sage, ich erkenne dich nur in diesem Moment und das nur vom Himmel. Aber natürlich mag da sofortig eine Geschichte aus der Vergangenheit reinkommen. Und okay, Gisela, kannst du dich erinnern, als wir Walzer getanzt haben am Ball, im Ball, 100, vor 50, 100, vor 150 Jahren, ne? Und ich kam mit der Uniform des Offiziers aus der K&K-Zeit und wir waren so liebt ineinander und wir haben hier getanzt und gefeiert. Und solche Erinnerungen mögen reinkommen. Verstehst du? Aber was diese Erinnerungen wirklich nur machen, wenn sie wirklich gehalten werden, ist, sie binden uns persönlich an Körperidentitäten. Und das öffnen wir jetzt durch die Vergebung. Das ist der Unterschied. Wir genießen vielleicht noch einmal, okay, hier ist meine Erinnerung meiner Beziehung mit dir. Und es war eine sehr liebevolle Beziehung. Oder vielleicht es war eine komplette Hassliebesbeziehung. Wer kümmert sich? Eine Illusion ist dieselbe wie die andere, ne? Aber wir sind nicht mehr an dem Punkt, an dem wir die Körperidentität verteidigen und daran festhalten, sondern wir sehen eigentlich, hier ist eine Idee in meinem Geist. Ich erkenne, es ist eine Erinnerung aus der Vergangenheit. Damit heißt das bereits, es muss eine Illusion sein. Und in dem Moment, in dem ich den Heiligen Geist hier einlade, der ja präsent ist, es dem Heiligen Geist anbiete, mir meinem eigenen ganzen Geist anbiete, um mir zu zeigen, was wirklich hier ist, zeigt er mir, was ewiglich gegenwärtig ist. Und das ist die Liebe Gottes selbst. Das ist die Selbsterkenntnis in diesem Frieden der Schöpfung selbst. Und wie du siehst, da verschwindet dann einfach das Bild dahin. Es darf genauso sein, wie es ist. Es darf auch da sein, solange es möchte. Aber ich bin nicht mehr involviert darin. Ich weiß, dass es ein Bild aus der Vergangenheit ist, aber mein Neusein nimmt es nur mit als eine Erinnerung der Liebe selbst. Das ist der Unterschied. Und jetzt brauche ich nicht mehr hergehen und etwas einfordern oder etwas reklamieren oder zu sagen, hey, wir müssen, gestern im Radio, im Auto habe ich es gehört, ne? Und da war so eine Frau, die macht so Psycho-Coaching und in einem religiösen Sender ist das. Und der junge Mann hat halt sich gemeldet und dass er halt so gerne in dieser Beziehung zurückkehren möchte mit dieser Frau, weil er sie ja so liebt und dass es ihm so leid tut, dass das auseinandergebrochen ist. Und die Psychologin hat da ganz klar wie eine scharfe Linie geantwortet und hat gesagt, du musst verstehen lernen, dass es jetzt neu ist. Es hat sich verändert. Es ist nicht mehr dasselbe. Ja? Und das ist eigentlich der Hinweis in der Vergebung, weil nur der vergebene Geist ist bereitwillig, dieses Neue willkommen zu heißen. Und das Neue wird immer das neue Licht zeigen. Das Licht dahinter, in dem die Vereinigung und im Einssein des Geistes, wir scheinen als Söhne Gottes, als vollkommen gleiche Schöpfungen von Gottes Geist selbst. So, ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, jetzt hier auch deine persönlichen Beziehungen klar zu sehen und auszusortieren oder einzusortieren, genau da, wo sie hingehören, ne? Und du siehst, da gibt es keine Ablehnung, da wird nichts abgelehnt, da wird nichts verleugnet und verneint, außer die Wirklichkeit der Illusion der Vergangenheit. Darüber gehen wir hinweg, weil bereits die Erfahrung uns gezeigt hat, dass nichts davon wirklich ist. Ich bin ja nach wie vor nur am Träumen, ja. Und so erlaube ich ja nur, dass dieser Traum gewandelt wird in einen glücklichen Traum, in einen Traum der Vervollkommnung, in dem ich dann den Frieden und die Liebe als einzige Wirklichkeit anerkenne. Macht das Sinn, ja?
Sind wir alle okay damit? Okay, Helene, wunderbar, ja, sehe dich. Thumbs up. Ja, so hier zu diesem Gott ist die Liebe, in der ich vergebe, ne? Und das ist kein Zufall, dass das direkt in Zusammenhang gebracht wird. Man, Jesus lehrt es seit den letzten 2000 Jahren ganz klar, findest ja auch in den Korintherbriefen ganz klar. Es ist halt, kein Schwein hat sich darum gekümmert und hat das wirklich verstanden oder wollte es verstehen, ne? Sondern wurde immer interpretiert mit den Bedeutungen, was die Illusionen nach wie vor aufrechterhält. Ne? Aber wir sind irgendwo auch immer auf der Wahrnehmungsebene in einem Zeitenwandel. Ne? Und dieser Wandel des Bewusstseins auf der Zeitlinie zeigt uns auch ganz klar auf, dass wir da nicht mehr durchkommen mit diesen alten Umgangsweisen und Interpretationen. Ne? Es ist wirklich ein Wachrütteln, das letztendlich durch die Kraft des Heiligen Geistes in all meinen Manifestationen, möglichen Manifestationen, hervortritt und wirklich ein: Hey, Bruder, wir müssen aus diesem Traum erwachen. Jetzt ist die Zeit. Erwachen heißt ganz klar zu sehen, dass ein Traum ist und eine Illusion ist und nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und die Wahrheit dahinter immer einzig wahr ist. Das ist Erwachen. Und da gibt es keinen Kompromiss darin und da schließen wir keine Kompromisse mehr damit. Da geht es nur damit, das ist nicht ein Kompromiss, wenn ich es vergebe, integriere, anerkenne als das, was wirklich dahinter gesucht wurde und auch immer da war, die Liebe Gottes selbst. Und dann ist wirklich nur Danke, Danke, Danke. Ne? Und in diesem Danke geht alles nach Hause. Wird es erkannt, ist es bereits zu Hause. Und damit widmen wir uns in diesen Aktivitäten der Vergebung. Zwei Wochen nach dieser Lektion 46, also Lektion 62, heißt der Titel ja: Vergebung ist meine Funktion als Licht der Welt. Und auch hier wird uns ganz klar diese Unterscheidung angeboten und diese Wahl und diese Klarheit im Geist, dass Vergebung es ist, die die Welt der Dunkelheit, dieser dunklen Illusionen, dieses dunklen Denkens zum Licht bringen wird. Was für eine wunderbare Beschreibung, nicht wahr? Deine Vergebung ist es, die dich das Licht erkennen lässt. Meine Vergebung ist es, die mich alle Dinge in den Geschichten das Licht erkennen lässt. Indem du siehst, das Licht, in dem ich sehe. Und durch die Vergebung wird bekundet, dass du das Licht der Welt bist. Durch die Vergebung. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Durch meine Vergebung wird bekundet, das Licht der Welt zu sein. Durch deine Vergebung bekundest du für dich, das Licht der Welt zu sein. Durch deine Vergebung kehrt die Wahrheit über dich wieder in eine Erinnerung zurück. Die Wahrheit ist die einzige Erinnerung, die wir wirklich teilen. Und deshalb liegt deine Erlösung in deiner Vergebung. Deshalb liegt meine Erlösung in meiner Vergebung. Erlösung und Vergebung ist in dem Sinne nie getrennt, immer verbunden, so wie Vergebung und Heilung, so wie Erlösung und Heilung dasselbe ist. Und natürlich, wir sind ja, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt alle wisst, es gibt ja gerade diesen Online-Kongress, den unser Bruder Ulrich hostet. Und es geht darum, das Wunder der Selbstheilung. Das ist ja eine Demonstration von über 60 Lehrern, Heilern, Coaches. Die meisten davon kenne weder ich noch du und ist auch wirklich mal wert hier einfach die verschiedensten Demonstrationen
zu empfangen, sich damit zu verbinden. Und jeden Tag werden von ein paar Leuten Interviews, die Ulrich vor einiger Zeit machte, freigeschaltet. Mein Interview war ja gestern freigeschaltet. Ich werde es aber auf meiner Webseite in den nächsten Tagen veröffentlichen können, weil nur an dem Tag, an dem du den Zugang hast, ist es kostenfrei. Und wenn du das ganze Paket haben musst, dann wirst du gebeten, etwas beizusteuern. Und die Live-Sessions, die jeden Tag passieren, auch so um die Abendzeit, die sind auch kostenfrei und werden auch auf YouTube gegeben. Ich werde hier auch den Link und den Zugang, ich habe eine Seite auf meiner eigenen Webseite gestaltet, wo du auch den Zugang finden kannst, wie du dich, das Einzige, was notwendig ist, ist eine E-Mail-Anmeldung und Registrierung an diesem Kongress. Und ja, ich empfehle dir auf jeden Fall, da auch präsent zu sein, neben deinen Aktivitäten hier mit Aleph und den Aktivitäten mit den einzelnen Brüdern, die dich ansprechen und die für dich ja, wichtig sind in deinem eigenen Erwachen. So, Illusionen über dich selber und die Welt sind eins. Und deshalb ist jede Vergebung eine Gabe an dich selbst, an mich selbst. Dein Ziel, unser Ziel ist herauszufinden, wer wir sind, wer du bist. Nachdem du deine wahre Identität, die Identität, wie Gott dich schuf, dadurch verleugnet hast, dass du die Schöpfung und ihren Schöpfer angegriffen hast. Das ist der Grund, warum Vergebung notwendig ist. Der Angriff war schon selbst der Gedanke, ich bin ich selbst, ich bin getrennt und ich schaffe das schon und jetzt will ich mal wissen, wie ich hier selbst herum jonglieren und eine Welt produzieren kann. Das war eigentlich bereits der Angriff auf die Wahrheit selbst, auf den Schöpfer selbst. Aber jetzt lernst du, wie du dich an die Wahrheit erinnern kannst. Und dazu muss Vergebung den Angriff ersetzen, damit Gedanken des Lebens die Gedanken des Todes ersetzen können. Denk daran, dass du dich bei jedem Angriff an deine eigene Schwäche wendest, hingegen jedes Mal, wenn du vergibst, dich an die Stärke Christi in dir wendest. Jedes Mal, wenn ich vergebe, wende ich mich an die Stärke Christi. Und somit fangen wir langsam zu verstehen an, was die Vergebung für uns vermag tun wird. Darüber hat Andreas ja auch in seiner gestrigen Session gelehrt. Sie wird deinen Geist von jedem Gefühl der Schwäche, Anstrengung und Erschöpfung befreien. Jedes Gefühl der Erschöpfung, der Anstrengung, der Schwäche wird der Geist befreit. Alle Angst und Schuld, aller Schmerz wird weggenommen. Sie wird die Unverletzlichkeit und Macht, die Gott seinem Sohn gab, deinem Bewusstsein zurückerstatten. Das sind die Perspektiven der Vergebung. Und natürlich ist die innere Antwort ganz klar, danke, ja, das will ich. Danke. Du siehst, wie sich diese Stärke Christi in dir ausdehnt und sich durch dich gibt.
Danke. Ja, es ist natürlich auch mir persönlich am Herzen gelegen und gegeben worden und durchgegeben worden, wie ich diese Idee der Vergebung auch in diesen 3 Tagen zum Erwachen mir selbst anbieten kann. Und ich wurde gestern da in dieses Vorwort des Tag 2 geführt, das Bruder Christina für mich geschrieben hat und genau darauf eingeht, in welcher Aktion des Geistes dies in Zusammenhang steht, weil es natürlich auch bereits die Perspektive ist, des ersten Tages der Wahl, dem Ruf jetzt zu folgen, ist ja auch die Wahl zu sagen, okay, ich bin bereit zu vergeben, meiner Welt zu vergeben, mir selbst zu vergeben, meinem Machwerk zu vergeben. Und es ist dann tatsächlich die Erfahrung und Aktion im Geist im zweiten Tag selbst, in dem Vergebung erfahren wird. Und hier in diesem Vorwort wird zum Ausdruck gebracht, erstmal ein Satz aus dem ersten Tag, dann werde ich auch da etwas teilen daraus. Ein Gefühl des Getrenntseins zu empfinden, ist das, was ein unvergebener Gedanke ist. Das ist auf Seite 14 im Buch, die dies schon haben. Es haben auch letztes Monat schon wieder 6 Brüder ein Buch gekauft. Danke, wunderbar. Das dient alles der Ausdehnung. Ein Gefühl des Getrenntseins zu empfinden, ist das, was ein unvergebener Gedanke ist. An diesem Punkt wird ein wahres Verständnis von Vergebung wichtig. Vergebung mit ihrem Angebot in einen Kurs in Wundern und 3 Tage zum Erwachen ist nicht die Anerkennung, dass irgendjemand da draußen etwas falsch gemacht hat und du jetzt bereit bist, ihm oder ihr zu vergeben. Ja? Und das ist natürlich der Satz, der uns auch begleitet, so wie dieser Eingangssatz aus der Lektion 46, den wir immer wieder hören werden als diese Einleitung zum zweiten Teil der Lektionen, was ist Vergebung? Ne? Vergebung ist das Erkennen, dass das, was ich dachte, mein Bruder hat mir angetan, nicht geschehen ist. Das, was ich geglaubt habe, was da draußen mich angegriffen oder mich verwunden konnte oder mir etwas antun konnte, nicht geschehen ist. Du bist am zweiten Tag angelangt, dieser zweiten Geistesaktion, die deine Sicht auf die Welt, dich selbst und jeden, der Teil davon ist, ändert. Wenn du dies zu verstehen beginnst, steht dir Tag 2 bevor, die zweite Geistesaktion, die stattfinden muss und stattfindet. Was hat sich verändert? Wie du die Welt, dich selbst und jeden siehst, der eine Rolle spielt, der Teil davon hat. Das hat sich verändert. Wie ich die Welt sehe, mich selbst und jeden sehe, der eine Rolle für mich spielt und der Teil von dieser Welt und Teil vom Traum hat. Jene Leser, die mit einem wahren Verständnis und einer wahren Erfahrung von Vergebung nicht vertraut sind, nicht vertraut sind, werden diese Entdeckung sicherlich nicht verpassen wollen, denn ihr Angebot ist reichhaltig. Und wenn diese wahrere Bedeutung von dir akzeptiert wird, wenn du eine Bereitschaft erfährst, mit ihm ein Abenteuer zu wagen, ja, mit Jesus Christus, mit Gott selbst ein Abenteuer zu wagen, aus deiner alten Welt heraus, um Ideen in der ganz neuen Wirklichkeit zu erleben, die sie anbietet. Nun, in welchem Loch du auch gewesen sein magst, sei wach für ihr vielleicht unerwartetes Verschwinden in ein ziemlich, also das Verschwinden der Welt in ein ziemlich, lass mich sagen, strahlendes Licht. Ein Verschwinden in ein strahlendes Licht. Die Welt verschwindet, die Körperidentität, die Wahrnehmungswirklichkeiten verschwinden in einem strahlenden Licht. Du wirst sicherlich beginnen, dich von einer alten und schweren Identität zu lösen, die dir nicht mehr länger dient. Lies weiter. Entdecke, was Sühne wirklich ist.
fürchte dich nicht, die Unmöglichkeit deines menschlichen Zustands einzugestehen. Komm in eine wahre Gotteserfahrung und erinnere dich deiner selbst, selbst großgeschrieben. Erinnere dich, wer du wirklich bist, als das göttliche Licht, das du bist. Und während du mit deinem sich erweiternden, offenen und vergebenden Herzen und Geist weiterliest, ist es unmöglich, dass dies bei dir nicht geschehen wird. Du wirst damit beginnen, jeden und alles als einen ganzen Teil von dem, was du bist, einzubeziehen und zu integrieren. Dies ist dein Prozess der Einswerdung. Und das ist der Ausdruck. Im Englischen heißt es Atonement, da ist das Wort One in, eins, Atonement, hat Master Teacher es bezeichnet auch. Dieser Prozess der Einswerdung, des Erinnerns, eins zu sein. Noch einmal, du wirst damit beginnen, jeden und alles als einen ganzen Teil von dem, was du bist, einzubeziehen und zu integrieren. Dies ist dein Prozess der Einswerdung, der Erinnerung an dein eines Selbst, dein göttliches Selbst. Heilung geschieht und es scheint, dass die Natur ihres Auftretens wundersam ist. Du entdeckst, dass solche Wunder schon immer in deiner Natur lagen. 3 Tage zum Erwachen führt dich durch Tag 2 hindurch zu einer solchen Erfahrung, indem es mit den Lehren Jesu in einem Kurs in Wundern arbeitet und diese erweitert, jedoch im Kontext der eigenen Äußerungen des Autors und der damit verbundenen persönlichen Geschichten. Du stellst fest, dass du all deine Verleugnungen Gottes loslässt. Die Gesamtheit deiner konstruierten illusorischen Traumerfahrung, die dich schließlich zu einer Offenbarungserfahrung am dritten Tag führt. Deinem Erwachen aus dem Traum. So, du siehst, wenn du das hörst, wie essentiell Vergebung als Idee in deinem Geist ist, weil sie dir diese Erfahrung anbietet, diese Erfahrung der Einswerdung, des Einsseins, der vollkommenen Wiederintegration, Einbindung, all deiner Gedanken, all deiner Geschichte, all deiner Vergangenheit und dies eröffnest in etwas, was als Offenbarung nicht mehr wahrgenommen wird, sondern im Gedanken selbst, im Geist selbst erkannt wird, erfahren wird im Sinne von reiner Erkenntnis, reines Denken mit ihm. Und im Tag 1 einen Weg suchen, der von hier hinaus führt, wurde ich hingeführt auf Seite 54, in dem ich meine wahre Geschichte beschreibe und teile. Und hier bereits zu Beginn des Buches eine klare Betonung setze, wie wesentlich Vergebung für mich selbst war. Ich würde mal sagen, in dieser Schulung außerhalb von Raum und Zeit, für die ich Ja gesagt habe, ausgewählt wurde buchstäblich, hingeführt wurde. Und du genauso, sonst könntest du das jetzt gar nicht hören. Und vielleicht mag eine Erinnerung nicht so ganz klar oft da sein, das spielt aber keine Rolle. Oder vielleicht ist die Erinnerung, wie diese Ausbildung stattfindet, einschließlich des jetzigen Moments, wird vielleicht als trivial noch gesehen oder beurteilt, eingereiht. In Wirklichkeit werden wir ja nicht, wird der menschliche Geist oder wird der Geist des Lehrers, des Heilers ja nicht in der Welt ausgebildet. Er wird immer von der Fakultät des Heiligen Geistes in was immer für einer Manifestation außerhalb von Raum und Zeit trainiert, ausgebildet, um dann wirklich
verfügbar zu sein in der Ausdehnung selbst. Und hier sind die Worte gewählt. Jede Erfahrung, mich im Geist mit irgendeinem Aspekt von mir selbst zu verbinden, hat mir gezeigt, dass meine Erlösung und die Erlösung der Welt von meiner Vergebung abhängen. Vergebung gibt mir die Erfahrung, dass mir nichts wirklich passiert ist und nichts hier in der Welt vor sich geht. Wir haben das bereits gesagt. Das ist, was Vergebung anbietet. Wenn du eine Gelassenheit in dir erfährst und die Dinge der Welt vorbeiziehen lassen kannst, weil du ein inneres Wissen hast, das eigentlich in dem Bild, in dem du die Kriegsszenarien und was immer für Angriffsideen und Verteidigungsideen reflektiert siehst, dass eigentlich nichts vor sich geht, dann erfährst du in dem Moment, lebst du in dem Moment Vergebung selbst. Vergebung bietet mir alles, was ich will und ist der Weg hier raus, der Weg aus diesen Träumen, der Weg aus einer räumlich-zeitlichen Existenzidee, aus einer falschen Identität, als Persönlichkeit, als Körper. Sie ist das Mittel, die Vergebung ist das Mittel, um das Erwachen zu erfahren. Und die Offenbarung dieses großen Erwachens macht völlig klar, dass es in Wahrheit keine Welt gibt. Macht völlig klar, dass es in Wahrheit keine Welt gibt. Da ist keine Welt da. Und ich habe diesen Teil sogar schon mal geteilt, auch in einer früheren Session. Und es ist ein direkt aus meinem Tagebuch meiner ersten Erfahrung in dieser Offenbarung des Lichtes. Pures Licht in verschiedenen Farben umgab alles und eine ungeheure Stille überkam mich. Es fühlte sich an, als ob das ganze Universum in mich hinein zusammenfallen würde. Darin konnte nicht einmal ein Körpergefühl oder ein Gedanke stattfinden. So immens war die Offenbarung und Pracht dieses Erwachens, dass ich alles als mein Selbst, selbst großgeschrieben, als mein Selbst zu sein, erfuhr. Da war, wie es hier ist, rein gar nichts da an Form und Name und doch nicht nichts, nicht irgendetwas, sondern alles, alles, was wirklich ist. Alles Licht, die schöpferische Kraft in allem, das Bewusstsein selbst. Ich bin, wie ich von Gott erschaffen wurde. Es veränderte nicht das Bild der Welt, das ich mir gemacht hatte, sondern ließ mich ihre Falschheit, ihre Nicht-Existenz erkennen. Was mir gegeben wurde, war das Gefühl, hier den Sinn und Zweck zu haben, glücklich zu sein, mich selbst in allen Wesen zu lieben und sie alle zu segnen und diese Freude und Wahrheit auszudehnen. Das ist unsere Funktion, Bruder. Dieses Gefühl, dieses innere Fühlen aus der Seele heraus da sein zu lassen. Hier einen wahren Sinn und Zweck zu erfahren, Teil zu sein eines wahren Sinn und Zweckes. Glückseligkeit zu erfahren. Dich selbst, mich selbst in allen Wesen zu lieben. In allen Wesen. Und sie alle zu segnen.
und diese Freude und Wahrheit mit allen zu teilen, auszudehnen. Ich wurde wieder sehr daran interessiert, mich mit allen möglichen Menschen auf der Straße oder irgendwo zu treffen, und ich fühlte, dass ich etwas zu teilen hatte, ganz natürlich, ohne etwas erfinden zu müssen. Und so ist der Wert des Stillseins in dem Raum, wo ich keinen Nutzen habe, mich auszutauschen mit der Welt, genauso wertvoll, wie mich mit sogenannten Unbekannten auf der Straße zu unterhalten, jede Situation, in der ich mich selbst treffe, irgendwie nutze, um diese Aktionen zu erfahren. Ein stiller Segen. Ein stilles nach innen blicken und sich freuen, mich selbst zu treffen, mich selbst als dieses Licht der Schöpfung wiederzutreffen, wiederzusehen. Ein Lächeln oder ein Blick der Liebe und der Freude auszudehnen, zu teilen. Und zu sehen, wie sehr alles 10-fach, 100-fach, 1000-fach zurückkommt. Und wie sich darin dieses Licht im eigenen Gewahrsein stärkt. Du bist diese Ausdehnung, dieser gebende Gedanke, ganz natürlicherweise aus der Schöpfung heraus selbst. Aber es aktiv zu leben, sich aktiv daran zu erinnern, ist nur aus der Notwendigkeit heraus, weil Begrenztheit, weil Kleinheit, weil Minderwertigkeit in den Geist eingetreten ist und damit eine Identifikation stattgefunden hat. Wir leben jetzt in diesem zweiten Teil dieser Umkehr dieser alten Konzepte, die uns jetzt nicht mehr dienlich sind. Ich gebe dies nur mir selbst. Du gibst dies nur dir selbst, weil jeden und alle, die ich treffe, mein Selbst sind. Und du siehst, dass dieses Thema und die Ideen der Vergebung, über Vergebung, in Vergebung uns in eine Stille führen, in denen es absolut schwierig ist, überhaupt irgendetwas in Worte auszudrücken. Das ist, wonach die Welt anscheinend da draußen sich sehnt. Das ist, was die Welt von mir, von dir braucht, weil ja die Welt nur im eigenen Geist wahrgenommen wird. Sie existiert nirgendwo anders. Sie existiert ja nicht da draußen. Sie ist nur eine Reflexion meiner eigenen Gedanken. Deiner eigenen Gedanken.
Ich werde auch nächste Woche bin ich eingeladen und habe ich diese Einladung auch angenommen. Werde ich nach Mexiko fahren, für ein paar Tage Mitte der Woche. Und das sind ja auch jede Menge Lehrer, ist eine Riesenkonferenz, aber an einem physischen Ort in Guadalajara. Ich habe es auch auf der Webseite gepostet. Es werden fahren auch ein paar andere Brüder aus Deutschland hin. Und da habe ich gehört, gibt es schon über 400 Leute, haben sich schon angemeldet. Ne? Jetzt stell dir mal vor, ne? Was das für ein Zusammenkommen sein wird. Und es ist genau das, worüber wir hier sprechen. Darum geht es, dass ich dem zugesagt habe und mich Teil davon mache und da auch eine Demonstration für mich selbst abgebe. Das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Ich treffe ja mein Selbst ständig, jeden Moment, in jeder Ecke. Diese Saison, ein Campus von einer Universität, wo wir alle zusammen sind. Ne? Vergebung will erlebt werden, erfahren werden. Alles geht dahin im Angebot, alles wird dahin geführt, um Vergebung zu erfahren. Ist dir vielleicht schon aufgefallen, ne? Weil in Wirklichkeit, wer will wirklich vergeben, ist ja niemand. Ne? Das muss ja wirklich erst geschult werden. Ne? Und dieses Vergeben ist halt erstmal klar, dass es eine Notwendigkeit bedarf, zu sehen, ja, das ist eine Reflexion meiner selbst und meines Geistes. Ne? Es geht hier um mich, ne? Um meine Gedanken, um sie in die Wahrheit zu bringen, um sie nach Hause zu bringen. Und ich danke dir für deine geistige Offenheit, dir das anzuhören, das Verinnerlichen, das als so wichtig anzuerkennen, um tatsächlich dir selbst zu sagen, ja, da bin ich mit dir, da gehe ich mit dir gemeinsam. Da finde ich absolut eine Entschlossenheit und eine Beharrlichkeit, um diesen Weg weiter zu beschreiten. Das ist für mich der Weg nach Hause. So, ich verabschiede mich mit ein paar Songs und nochmals wirklich aus ganzem Herzen. Danke, danke, danke. Ja, jetzt sagt sie noch was. Muss ich noch mal warten. Wow, könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe euch Lisa Fischer schon mal präsentiert, ne? Vor 2, 3 Jahren, glaube ich, ist das ja. Und zwar, die hat mal mit Mick Jagger auch gesungen gemeinsam, ne? Das ist dann auch um die Welt gegangen, ne? Aber es ist eigentlich eine vollkommen unbekannte Jazzsängerin und hat aber eine Varianz in ihrer Stimmlage, ne, von tief bis hoch, wo sie zu den Besten der ganzen Welt gehört. Ne? Also da kommt fast niemand mit. Das ist unsere Lisa Fischer, die eigentlich bekannt wurde als Background-Sängerin. Da war sie auch in einer Dokumentation, wurde sie vorgestellt. Und die hatte natürlich auch einen richtigen Zusammenbruch in ihrem gesamten Musikerkonzept. Und das ist, was neu rausgekommen ist dann. Ne? Und dann hat sie nicht mehr also für andere und in der Industrie Background gesungen, sondern hat ihre eigenen Sachen begonnen, ne? In der Ausdehnung. Und das ist so eines davon. Das sind hauptsächlich Auftritte in kleineren Lokalen in New York oder wo immer sie eingeladen wurde, mit ein paar Freunden, die auch vollkommen unbekannt sind, ihre Mitmusiker.
Aber es ist für mich eines der besten Musikstücke, die ich überhaupt kenne. Ja. Danke, Lieben. Ist okay, ja. Alles wunderbar. Okay. Tschüssi. Bye-bye. Gute Nacht.